Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und heute wollen wir euch die beste App bzw. beste Zusatz-App für Pokémon Go zeigen. Die kriegt ihr im Play Store für Android-Geräte. Da gebt ihr nämlich einfach Go Tool ein, dann seht ihr das oben schon in der ersten Zeile. Beziehungsweise sieht das eben so aus: Go Tool, Bosses, Research, X-Shiny, CD and More, also Community Days and More. Ich habe die schon runtergeladen, deswegen steht jetzt hier auch öffnen. Ihr seht nochmal hier mit dem Update gibt es ein brandneues Offline-Feature, weil ihr habt eigentlich immer Internet gebraucht, dass ihr die aktuellen Daten runterladen könnt. Aber wenn ihr das jetzt einmal gemacht habt, könnt ihr auch das jederzeit ohne Internet, ohne irgendwas, alles nachlesen. Denn das ist eine App, die euch mit allen wichtigen Infos versorgt, die ihr braucht. Das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Ich habe sie also hier vorne auf dem Bildschirm. Ich gehe da mal drauf. Go Tool. Zu Hause ist es natürlich okay, da ist man ja meistens eh im WLAN. Und ihr habt hier unten rechts so eine blaue Wolke in der Ecke. Und wenn ihr die App startet, immer wenn es also neue Events gibt, wenn es neue Raid-Boss-Gegner gibt, neue Eier, neue irgendwas, dann wäre das gut, wenn man das mal aktualisiert. Da drückt man einmal drauf. You successfully download the information. Das heißt nämlich nicht the information, sondern the information. Da ist nämlich ein I davor. Ist halt alles auf Englisch, aber wenn man sich ein bisschen damit auskennt, weiß man ja, was ist. Jetzt möchte ich mal kurz von vorne hier zeigen. Ihr habt zum Beispiel den Task Research. Ihr seht, ihr habt unten ja verschiedene Tabs. Den Task Research, da könnt ihr euch angucken, was momentan alles aus dem Feld Forschungsdurchbruch kommt. Hier zu sehen Latias und Latios, Lugia und Ho-Oh. Komischerweise sind das die normalen Namen und nicht die, oder heißen die so? Vielleicht heißen die auch so und dann passt es. Und ihr habt die ganzen Feldforschungsaufgaben immer schön in der Übersicht mit den Aufgaben, die es sind und den Belohnungen, die es daraus gibt. Ihr könnt einfach diese Liste durchscrollen, dann seht ihr auch immer schon gleich die WP für ein 100%iges. Ihr seht auch, was schillernd sein kann, was nicht schillernd sein kann. Hier 7 effektive Ladeattacken in einem Raid-Kampf, gibt ein Electek, hat 1000 WP, wenn es aus der Quest kommt und ein 100%iges ist. Ihr könnt das also alles hier durchklicken. Ihr seht die einzelnen Kategorien: Eier ausbrüten, werfen, anderes Zeugs, Eventaufgaben. Dann steht auch zum Beispiel, was im Event gerade da ist, der Raikou-Tag, der dann demnächst kommt. Die Boni, die noch aktiv sind, sind auch aufgeklärt. Von dem Datum 18. Juni bis 25. Juni, was es da alles gibt. Zweimal Bonbons fürs Fangen, fürs Brüten, alles dabei. Die halbe Distanz zum Eierbrüten. Wenn ihr aber nicht die Liste so durchgehen wollt, habt ihr hier unten nochmal kleine Tabs, wo ihr direkt auf Catch gehen könnt, auf Evolve, auf Gym, Raid, auf Hedge, auf Throw. Da habt ihr also im Prinzip direkt die Übersicht, was alles für Wurfquests gibt. Oder ihr geht einfach direkt auf Events, dann zeigt es euch natürlich direkt an, was gerade aktiv ist, was für Events da sind, was gerade... Ach, der ist wo immer. Ja, du drehst auch wieder durch. Dann habt ihr auch noch einen großen Tab unten, Raid Bosses. Wenn ihr darauf geht, zeigt es euch alle Raid Bosse an, die momentan in den Raids aktiv sind. Tier 1 seht ihr hier, Shinux, Luturzel, Voldilam, Magnetilo, Tier 2, das sind dann auch sogar die Konda schon mit aufgelistet. Bei Tier 1 braucht man ja eigentlich keine, das müsste man mit jedem Pokémon, was man dann nimmt, schaffen. Ab Tier 2 sind also auch die Konda dabei, mit was ihr da kämpfen könnt. Was gut ist, ihr seht eine Anzeige, wie schwer der Raid ist, wie viele Leute man ungefähr dafür bräuchte. Ihr seht die 100% Werte normal und auch die 100% Werte bei Wetterboost. Ihr seht, die sind alle hier zum Beispiel noch mit einer Person grün, aber bei Kapilz sind sogar schon 3. Der ist wahrscheinlich schwerer, da müsste man ein paar gute Mitspieler noch dabei haben. Rayquaza ist da auch als Konda aufgelistet. Dann geht es natürlich weiter, ihr habt die Tier 3 Raids, also die 3-Sterne-Raids.
Alola, Raichu, Tangela, Macholo. Ihr seht, man kann es alleine schaffen. Es ist nicht rot. Ach, jetzt müll doch nicht da hinten rum, Junge. Es ist nicht rot, es ist gelb. Das heißt, es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Dann habt ihr natürlich die 4-Sterne-Raids. Absol seht ihr, geht nicht solo, aber zu zweit. Auch bei Despota geht nicht solo, aber zu zweit. Ist aber trotzdem schwer, aber noch schwerer ist nur das Bisaflor da drüber. Finde ich also richtig gut gemacht. Auch die Werte alles, die aktuellen 5er-Raids aufgelistet. Ihr seht auch schon die Übersicht von 18. bis 27. eben Kyogre. Vom 27. bis 10. dann Groudon. Ihr seht ja auch nochmal, dass am 29. Raikou kommt. X-Raid steht auch mit dabei. Selbst die neue Initiative-Form von Deoxys steht mit dabei. Und ihr seht, bei der Verteidigungsform war es mit 3-4 Spielern immer noch schwer. Hier ist es für 2 Spieler schwer, ab 3 ist es schon mittel und ab 4 ist es einfach einfach. Also einfach. Wunderbar, da kann man dann auch wieder Despota nehmen oder Geistattacken nutzen von eben Giratina und dem Rest. Gut, jetzt ist die Katze erstmal fort. Jetzt kann ich das auch wieder loslassen, dass das nicht umfällt. Ihr habt hier eine Übersicht über die Community Days. Da liegt leider noch keine offizielle Meldung vor. Das wurde ja, der nächste müsste ja Hydropi sein. Da wurde aber noch nichts angekündigt. Ihr seht aber, da steht auch immer die Zeit dabei, an welchem Datum das ist, von wann bis wie viel Uhr. Alles, was es noch für Bonus dazu gibt. Ihr seht die 100% Werte der einzelnen Level, die es haben kann, die Wettergeboosteten. Ihr könnt euch das hier einfach rauskopieren für die 100% Werte oder eben auch für 89 bis 100, wenn ihr da gute IV suchen wollt. Ihr habt extra einen Community Day Button also dabei. Ihr habt hier MISC, das finde ich auch noch interessant. Da habt ihr nämlich die Eggcharts, da könnt ihr sehen in der aktuellen Übersicht, was kommt aus den 2 Kilometer Eiern, was kann shiny sein, die Werte auch wieder dabei für ein 100er. Ihr habt die 5 Kilometer Eier alle aufgelistet. Ihr habt sogar die 7 Kilometer Eier alle aufgelistet und natürlich die 10 Kilometer Eier auch alle aufgelistet. Könnt das natürlich auch wieder sortieren, wenn ihr nur auf 2 geht, nur auf 5, nur auf 7 oder eben alle, dass es euch alle anzeigt. Aber wir gehen wieder auf MISC. Da habt ihr nämlich ja auch diese Shiny-Check-Liste. Das sind alle Pokémon, die shiny sein können. Da könnt ihr eure eintragen, die ihr habt. Wenn ihr also den Bisasam Community Day mitgemacht habt und habt da von jedem eins auf der Hand, könnt ihr das auswählen, ihr könnt hier auswählen. Ihr könnt zwischendurch einfach irgendwas, ihr seht, ihr drückt da was an. Sieht auf jeden Fall richtig gut aus und ihr habt oben auch einen Fortschritt, der sich füllt. Je mehr ihr habt, habt immer genau die Übersicht, dass man das nicht verliert aus den Augen. Die muss ich dann aber alle wieder löschen. Beziehungsweise könnte ich es ja mal aktuell eintragen, was ich alles so habe. Ihr habt auch, wenn ihr noch nicht Level 40 seid, hier einen Erfahrungspunkte-Calculator, also einen Taschenrechner. Da könnt ihr eintragen, wie viele Erfahrungspunkte ihr momentan habt, wie viele Erfahrungspunkte ihr haben möchtet, wenn ihr ein bestimmtes Ziel habt, wenn ihr jetzt sagt, ihr seid Level 37 und ihr wollt jetzt Level 38 erstmal erreichen, könnt aufschreiben, wie viele Erfahrungspunkte ihr ungefähr am Tag macht. Wenn ihr euch also ausrechnet, ihr macht einen 5er Raid, kriegt da 10.000 plus den Bonus und ihr fangt noch so und so viele Dinger ungefähr, könnt das alles so eintragen. Euch wird das dann angezeigt, wie viele Tage ihr ungefähr braucht, um euer Ziel zu erreichen, Ziel 38 oder eben Ziel 40. Best Pokémon for PVI. Da habt ihr auch nochmal eine Übersicht, da seht ihr auch nochmal die einzelnen Spezien, die es gibt und welche in der jeweiligen Kategorie eben richtig gut sind. Ihr seht bei Kampf-Pokémon natürlich Machomai das Beste, bei Unlicht Despota das Beste, bei Drachen Rayquaza das Beste, welche aber auch noch gut sind in der jeweiligen Kategorie. Käfer ist Pinsir richtig gut dabei, da könnt ihr auch durchscrollen, selbst Rayquaza bei Flug ganz vorne. Was ist das? Normal? Normal Pokémon ist Ambidiffel ganz vorne. Richtig krass. Bei Gestein mittlerweile Ramaidon hat Despota abgelöst. Stahl, Metagross, Wasser, Kyogre. Also auch richtig gute Sache, wenn euch das interessiert. Ihr habt noch die offizielle Event-Website. Kann man
wir auch mal kurz drauf gucken. Da geht das Internet natürlich auf pokemongolive.com, weil da stehen ja auch immer verschiedene Sachen dabei. Das GoFest Dortmund ist jetzt in aller Munde. Yokohama kommt dann auch noch. Ich glaube, die Seite ist schon wieder irgendwie... mal hier, wir drücken mal da, das sind die einzelnen Sachen auch in Deutsch übersetzt, alles was offiziell ist, damit ihr genau wisst, was bei Pokémon so geht und damit ihr nichts verpasst. Und als kleine Spielerei habt ihr auch noch die Themes, da könnt ihr nämlich euren Hintergrund sozusagen einstellen und die App ein bisschen anpassen, wie die euch zusagt. Ihr seht, ich habe das alles jetzt hier so in so einem grauen Hintergrund. Wir können aber natürlich auch die Teamfarben durchgehen. Hier Team Rot, Team Blau, Team Gelb zum Beispiel. Da hat das alles eben diesen gelblichen Hintergrund. Eigentlich ist da auch das Logo da. Wenn man das so scrollt im Hintergrund, kann man das vielleicht durchschimmern sehen. Ihr könnt natürlich auch Gengar nehmen als Hintergrund, Rayquaza als Hintergrund. Wenn ihr dann hier durchscrollt, ist so grünlich. Sieht eigentlich auch richtig cool aus. Ihr habt noch Mewtwo und Darkrai, das ist hier schwarz angezeigt, ist aber so bläulich und ihr seht im Hintergrund ist ein Bild von Darkrai dabei. Und ja, das ist eigentlich cool, ich habe das, um nicht parteiisch zu sein, aber immer auf grau gelassen. Kann man sich also anpassen, wie man möchte, die aktuellen Infos immer runterladen, falls es ein neues Update gibt, falls es ein neues Event gibt, falls der neue Monat anfängt, das neue Feldforschungsaufgaben gibt, denn wie oft habt ihr das in der Gruppe oder so, dass jemand fragt, hat jemand die aktuelle Übersicht, was kommt denn aus der und der Quest raus, was ist das denn und was gibt's hier als Belohnung, und die Fragen kommen so oft auf und jetzt könnt ihr euch also selber Hilfe holen, abschaffen, wie auch immer, wenn ihr euch die App laden tut, ne? Deshalb empfehle ich euch, holt euch einfach Go Tool aus dem Play Store bei Android. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt auch für Apple-User gibt. Da müsst ihr mal nachgucken, wer ein iPhone hat. Guckt mal rein bei euch in den Store. Und vielleicht habt ihr das ja auch. Auf jeden Fall GoTool, richtig gute Sache. Hat mich der ISBO draufgebracht. Und gerade in letzter Zeit habe ich öfters auch in Gruppen gesehen, dass manche davon was posten und viele Leute das eben nicht kennen oder fragen, was ist denn das und hey, cool und seit wann gibt's sowas. Und deswegen dachte ich mir, mache ich einfach mal ein Video darüber. Finde ich, beste Zusatz-App für Pokémon Go, die es gibt. Ihr habt wirklich alles auf einen Blick. Es gibt verschiedene Websites, aber das ist kompakt, das habt ihr dabei in der App gesammelt. Richtig gute Sache. Grüße gehen raus an ISBO, der übrigens auch heute kommt. Den muss ich dann um 16 Uhr vom Bahnhof abholen in Bad Rodach, obwohl da gibt es gar keinen Bahnhof. Also mal gucken, mit was der da ankommt, mit dem Hubschrauber oder so. Und dann wird es vielleicht die Tage ein paar Raids geben mit dem ISBO. Morgen ist nämlich auch schon X-Raid und wir freuen uns auf ein paar coole, lustige Videos. Und das war's von meiner Seite aus. Schreibt ihr mal in die Kommentare, kennt ihr auch die App, kennt ihr GoTool? Habt ihr das schon auf eurem Handy? Oder wenn ihr es nicht kennt, holt ihr euch das? Und wie findet ihr das? Ist das nicht eine coole Sache? Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.